Wohnkrise, Flächenverbrauch, Einfamilienhaussiedlungen, kleine Parzellen, eine große Anonymität. Wie kann man denn eigentlich auch anders leben? Und dann sind wir hierher gekommen. Ich habe gedacht, wow, was man da alles machen könnte. Für mich ist die größte Erkenntnis, dass wenn man eine Vision hat und ein paar Leute, die das mittragen, dass man unglaublich viel schaffen kann. Die Idee von Hof Predikow war, hier so einen Ort zu schaffen, wo man alternativ wohnen, leben und arbeiten kann. Und dass in diesem Projekt Sachen entstehen, die uns nützen, aber eben auch den Leuten im Dorf und in der Region. Wir leben als Familie in einem sanierten Altbau. Und ich weiß auch, dass der Wohnraum langfristig gesichert ist, sodass spätere Generationen davon partizipieren. So eine Gemeinschaft bringt natürlich mit sich, dass man sehr viel aufeinander mitbekommt. Ich glaube, so funktioniert Gesellschaft einfach auch gut. In einer Gemeinschaft zu sein, das Gefühl zu haben, dass ich unterstützt werde und dass ich andere unterstütze.